Was geht ab, YouTube, und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute den LS17 auf der Mecklenburg zusammen mit dem Beckmann aus den Sachsen-Player, dem Werner von den Burning Gamers, den Ansgar von Nordrhein TV Play und den guten. Hallo. Guten Tag. Uhu. Also du hast jetzt so schnell anmoderiert, dass ich jetzt voll gegen den Stall geknallt bin. Ah, volle Möhre. Fertig werden hier. Ich hab mir gerade meine Gedanken zum Wasser aus der Dose gemacht. Ganz kurz. Nicht machen. Was denn? Was macht ihr denn? Ansgar, lass mal bitte. Ich wollte jetzt nach vorne ziehen und wieder zu euch kommen. Darf ich nicht? Dann bist du auf der nächsten Bahn im Frise. Okay, alles klar, doch geht. Entschuldigung. Weil sonst kommen wir hier in unserem Ansehtakt auseinander. Durcheinander. Auf jeden Fall habe ich gerade mal nachgeschaut. Du kannst drei, also halt drei so 24er Paletten, diese Pappdeckel, ne, wo die dann draufstehen, kaufen für 40 Euro. Boah. Wasser. Also, groß sind die? Das sind 72 Dosen dann, A03. Alter! Das macht ca. Okay. 1,70 Euro pro Liter. Dann 19 Cent, wenn du 1 kommst. Wie viel Cent pro Liter? 1,70 Euro ca. 1,70 Euro. Ist das dämlich? Das hab ich Alter, ja noch nie und gehört. Bei uns regen sich die Leute auf, wenn sie für ein Glas Wasser 1 Euro zahlen müssen im Gasthaus. Ey. Aber das ist schon mehr. Dankeschön. Das ist schon mehr wie bescheuert, oder? Der Ansgar kommt da, nämlich die. Ich, ja. Da hat gerade die Dame. Hört ihr, habt gerade die Dame des Hauses eine Dose Wasser hingelegt? Nee, Kaffee. Die Uhrzeit. Ja. Aber kann es vielleicht einfach sein, dass der dosensüchtig ist nach seiner Energy-Phase und so, dass der einfach die Dosen braucht und gar vielleicht nicht den Inhalt? Vielleicht hat er auch einen Pfandvertrag mit dem örtlichen Lebensmittelgeschäft, ich weiß es nicht. Aber jetzt lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Ja. 1,70 Euro der Liter. Aber das ist ja ein Kubikmeter für. Also das ist der Hammer. Also wir zahlen, glaube ich, die 1,5 Liter Flasche kostet bei uns, glaube ich, 29 Cent? Ich glaube, ja, 29 Cent. 1,5 Liter. Das Geilste gut, war, wo... Hat, aber man muss dazu sagen, nur wer hat, der kann, ne? Richtig. Ja. Das Geilste war, zum Schluss hat er gesagt, ja, kommt er mit Amazon Prime, kostet ja keinen Versand. Ja, stimmt, hat er recht. Ja, also dann hat er gespart. Ja gut, dann rentiert sich und das. Und zack, die Bohne, hast du Geld raus. Ja, ja. Die 3,50 Euro Versand gespart. Yippie. Aber wir, ich sag mal so, was ja immer, also gut, das mit den Dosenwasser, gut, mag die eine Seite sein. Ich sag, ich finde aber auch Tanzverbot, seine Videos über seine Einkaufsreviews, was er sich über Amazon Prime Now immer holt. Also du kannst ja über Amazon noch Lebensmittel und alles so bestellen, ne, wenn die vor Ort sind. Aber das ist Amazon Fresh, oder? Nee, das ist bei dem Prime Now. Okay. Amazon Fresh ist in Amiland. Da geht es aber eher mehr um Fleisch, Fisch, Gemüse, alles was halt, ne? Ah. Weißt du, aber so. Tanzverbot schaue ich tatsächlich jetzt auch aktiv. Ist immer, ja, ich witzig. Auch. Ne, und das finde ich dann halt immer witzig, wenn er da seinen Einkauf auspacken tut, ne? Zuschauer, okay. Also das ist ja immer, das geht ja von... Aktiver Dosen Mineralwasser trinken. Nee. Also das geht ja von ungesund bis über ungesund. Links nehmen wir. Ja. Wobei fürs Gewissen, zwei Äpfel und eine Banane. Richtig, nee, richtig. Fertig geschnittene Ananas hat er. Ja, auch genau. Fertig geschnitten. Ja. Nein, Freezy. Ansgar, fährst du direkt die Bahn neben Ach so, dir dann? Ja, gut, kann ich machen. Weißt du, jetzt stoßen wir mal aneinander, weißt du, mit den Seemaschinen. Mhm. Aber fertig geschnittene Ananas beim wie heißt das? Beim Amazon Prime? Nein, beim Vietnamese hole ich. Also, kennt ihr diese Obstläden? Von ja. diese vietnamesischen Obstläden? Ja. Und diese kleinen Ching-Chang-Tung-Ching-Chang drin arbeiten? Boah, das ist rassistisch. Ne, die machen nur Obstläden. Ich denke, ich glaube, das ist okay. Was ist nicht okay? Eine Ching-Chang-Chong-Äußerung. Ling-Ling macht Bling-Bling. Ja, wo die Bling, das wäre rassistisch. Ja, wo Ching-Chang-Ching-Chong drin arbeitet, ist das ja nicht rassistisch, aber doch. Ich bitte dich. Was? Diskriminierend. Doch. Das ist über den Kamm-Scheren hoch 5. Ja, jetzt tut man normal, Leute. Nee, das ist wirklich. Also, ich meine, mir ist es jetzt egal, aber ich wollte das nur mal anmerken. Also, wenn ich jetzt sage, Ling Ling macht Sing Sing, ist das rassistisch? Das weiß ich nicht. Also, wow. Also, ihr seid ja echt drauf manchmal, ey, ohne Mist. Das würde ich jetzt. Wie gesagt, mir ist das ja egal, aber. Wenn man einfach nur Ching Chang Chong sagt, ist das doch nicht rassistisch. Nein, hast du ja auch nicht. Also, es ist ja auf jeden Fall nicht rassistisch gemeint. Ich meine, einfach Ching Chang Chong halt. Haben wir jetzt geklärt. Erzähl weiter. Süßsauer. Ja, und da gibt's ja diese Obstläden und die haben immer solche kleinen Obstschalen. Und da ist alles Mögliche drin. Ja, und genau sowas also, bestellt er sich und halt. Und das kostet 1,50 Euro. Gönn ich mir öfters. Weißt du, eine Obstschale, da ist alles drin.
von, da ist ein bisschen Mango drin, Apfel drin, Honigmelone, Weintrauben. Ich geh da gerne. Erdbeeren, alles halt. Was? Ich gehe da gerne mit meiner Frau einkaufen. Weil, ja. Auch Ananas kaufe ich da immer. Ja, also wir kaufen, also ich weiß nicht, ob ihr es kennt, kennt ihr bestimmt diese Sonnenblumenkerne gesalzen. Hey. Wow, kenne ich gar nicht. Oh ja, doch, kennt ihr, Alter. Die kaufe ich da auch nicht ganz gerne. Oder diese, also bei uns ist das ja kein Ching Chang Chong Typ, sondern ein türkischer Mitbürger. Der verkauft auch immer diese Sucuk-Wurst, die kaufe ich da auch immer, Alter. Kennt ihr die? Sucuk-Wurst! Gibt Sucuk nicht beim Grieche? Gibt nee, auch, Sucuk ja. Ist türkisch. Aber das gibt's beim griechischen Restaurant, lese ich immer Sucuk. Ist das nicht, jetzt mal blöd, Das ist doch eine Knoblauchwurst. Ja genau, die ist auch manchmal scharf, die gibt auch nicht scharf. Und was ist gut, die, ja. Was ist beim Grieche, diese Hack, diese Hackwurst? Oh. Heißt die nicht so ähnlich? Nee, glaub nicht. Oh, wie heißt das? Kibatsushi. Weißt du, was? Nee, das ist glaube ich. Nee. Das ist chinesische Pfanne. Reispfanne irgendwas. Kibatsushi. Glaub ich. Kibatsushi. Das sind diese, glaube ich. Ja. Kroatisch oder jugoslawisch, irgend sowas in der Richtung. Egal, okay, alles klar. Hm. Haust dir mal rein, Füsi. Ja. Man kennt sich ja sonst nicht. Die essen bei uns alle in meiner Berufsschule. Das ist schon richtig eklig. Was denn? Sucuk-Wurst. Mhm. Was Hab ist das jetzt nochmal? Eine Knoblauchwurst oder was? Ja, mhm. Ja, die ballert. Okay. Hab ich bis jetzt noch immer gelesen, weil es auf irgendeiner Pizza drauf war. Hab ich aber auch drauf verzichtet, also. Also ich ja, hatte die ist eigentlich geil, aber. Ist halt Geruchsbelästigung für deine Mitmenschen. Ach, naja, aber Knoblauch ist wenigstens gesund. Wurscht ist. Ja. Das ist aber auch das einzige Argument für Knoblauch. Findest du das, ja, find ist ihr geil. So, find ihr Knoblauchgeruch so schlimm? Ich finde es gar nicht so schlimm. Also wenn man es selber gegessen hat, ist es egal, aber... Also ich finde Knoblauch geil, aber... Wenn man neben jemanden sitzt, der so übelst die Knoblauchkeule hat, dann ist ich hatte mal einen Kumpel, der hat neben der Schule, hat dann eine Bäckerei dann irgendwann auch Mettbrötchen angeboten und der ist natürlich dann immer dahin gerannt und hat sich dann Mettbrötchen geholt. Oh, ja, hat dann immer mit der früher in der Schule auch immer geholt. Geredet und da, oh, das war unangenehm, wenn er dann mit einem geredet hat. Ist dieses Mettbrötchen, ist es dieser berühmte Hackepeter? Ja. Ah, okay. Hacke und Werner? Ja. Aus Hackepeter wird Kackespeter. Das kann euch nur, sowas kann nur euch einfallen. Wen meinst du mit euch? Deutschland! Oh, was? Das ist ja voll rassistisch, was da nicht ist. Da. Aber Werner, du scherst gerade alle so über einen Kamm. Ist das ja richtig? Boah, Werner! Nein, aber. Wo war's nochmal? Werner Österreich, ne? Ja. Ich würde da mal den Ball flach halten. Was ihr da alles vorbringt, ist auch nicht schön, ne? Warum denn? Ich dachte nur mal Fritzel, ne? Das war ja die Krönung. Ja. Was, der kam aus Österreich? Ja, sicher. Alle Österreicher heißen Fritzel. Was, Fritzel war aus Österreich? Der war aus Österreich, ja. Ja, klar. Pampusch kam doch auch aus Österreich. Ich frag mich, wie wir jetzt diesen Themenwechsel hinbekommen haben. Knoblauch zu Fritzel. Und wir haben. Und das Wichtigste ist eigentlich, wir haben Dragon Monday und haben noch nicht über Dragon gesprochen. Nein, Moment. Aber da muss ich ja ganz kurz zu Fritzel muss ich was sagen. Und zwar bei Amazon Prime gibt's eine. So eine kleine Dokumentation darüber, die geht ungefähr eine Stunde, über diese Kampusch. Und ich habe das mal angeschaut und ich muss sagen, Alter, war das heftig. Ich glaube, und wahrscheinlich stehe ich damit alleine, die Alte simuliert da voll ein zurecht. Also, dass sie simuliert. Das glaube ich. Das würde ich jetzt. Glaubt ihr nicht? Na, ich würde es jetzt nicht so 100% so sagen wie du, aber sagen wir mal so, sie hat aus der Geschichte gut Kapital gemacht. Das stimmt. Aber, ich meine, was blieb ja auch Moment. Anderes übrig? Ich meine, die hat ja nichts. Die hat ja keinen Schulabschluss oder was. Die hat ja. Die ja, aber damals, wo das wirklich. Wo das wirklich war, da hat sie sich schon ganz schön stark an die Öffentlichkeit gewandt. Und auch Sachen gemacht, die nicht gemacht werden hätten müssen. Ja, aber die hatte dann ja auch keine Ahnung, ne? Ja, du musst es auch mal so sehen. Wenn du 18 Jahre eingesperrt wirst, das ist ja irgendwann auch ein Normalzustand für dich. Das ist ja was, wo du dich dran gewöhnt hast. Und was du, das ist ja normal geworden dann und alles. Ich glaube, weiß nicht. Also, weißt du, worauf ich hinaus will? So ein bisschen. Einfach, das ist nicht so, du wirst entführt, bis 2 Wochen eingesperrt. Oder einen Monat meinetwegen und dann finden dich die Leute, dann hast du erstmal einen Knacks weg und
Weißt du, wisst das, aber wenn du 18 Jahre, so ein gigantischer Zeitraum. Du kennst dann, ja nichts anderes. Du kennst nichts anderes, das ist ja dein Leben dann in dem Sinne. Und ich weiß nicht, ob das dann so abnormal noch für die ist. Also ich denke, so abnormal ist es gar nicht für die. Dann das, was da im Endeffekt dann passiert ist. Also, aber es ist, ich finde es unglaublich krass. Aber also ich versuche mich dann immer auch in die Eltern versetzen. Lieber nicht. Wie krass das ist. Also erstens dein Kind weg und dann so 18 Jahre später steht dein Kind vor dir. Also das ist doch abartig eigentlich, wenn man da so drüber nachdenkt. Ja? Gott. Hat der Typ sich nicht das Leben genommen? Nee, sicher. Lebt der noch? Ja, das weiß ich nicht. Der wurde doch weggesperrt, oder? Der ist im Knast, oder? Der Typ von der Kamposch? Ja. Er ist tot, der hat direkt Selbstmord begangen. Achso. Ansgar? Hm? Ganz Zeit hat's geklappt. Mit deiner Nebenbahn. Habe ich jetzt einen Fehler gemacht? Ja. Ah, hätte ich. Nee, sonst habe ich doch immer die Bahn direkt daneben genommen, oder? Nee. Du hast immer die Bahn neben dir direkt genommen. Also alles meins. Meins. Aber vielleicht sollten wir jetzt mal mit den Rainer Winkler News starten. Ach ja, ist echt schon runter. Ja. Und das ist gleich rum, also. So. Also, wir haben ja die Leute letzte Mal schon drauf vorbereitet. Es sollte ein Gewinnspiel geben zur Elgato-Capture-Karte. Und da hat der Guten noch den geflügelten Satz. Na eben, gebracht, was ist denn da Gewinnspiel dort. Ja, genau. Und jetzt ist mal wieder der Verschiebungslord, beziehungsweise der Verschiebungslord. Die Community ist ja so scheiße. Er hat ja Hater, ne? Wer es noch nicht wusste. Und. Quatsch! Ja, doch, ein oder zwei Kack-Hater. Ja, okay. Aber die haben jetzt halt alles kaputt gemacht und er verschiebt das Ganze. Immer. Du hast die ganze Zeit die Bahn direkt neben dir gefahren. Ach, die hätte ich. Ach, stimmt. Du hast absolut recht, Entschuldigung. Nee, ich fahr die mal. Ist gut. Okay. Alter! Nimm. Jetzt habe ich die zur Hälfte gemacht hier. Nee, ja, mach weiter. Nee, Freezy, dann mach du mal auf der weiter, dann. Ach nee, stimmt. Tino hat jetzt auf die. Nee, bleib du mal auf deiner, dann ist super jetzt. Kurzer. Jetzt scheint mir jemand raus zu sein aus dem Konzept. Quatsch! Leicht verwirrt hier. Wendy, möchtest du noch was zum Dräger sagen? Ja, was gab's denn? Erzählt halt mal kurz. Naja, das Problem ist halt, na gut, bis auf das Gewinnspiel, das habe ich echt nicht weiter verfolgt, weil ich weiß, dass da eh nichts rauskommt. Ich weiß halt aber nur zum Zeitpunkt, zum Zeitpunkt der Aufnahme sind es noch 2 Tage, bis er seinen YouNow-Account löschen wollte. Ne? Da bin ich auf jeden Fall gespannt. Ab die Löschung. Möchte ich mal was sagen, da wird auch wieder der Verschiebungslord auftreten. Das geht ja nicht. Auszahlung ist dann raus und dann muss Löschvorgang eingeleitet werden. Aber ansonsten ist da halt nur das, was ja momentan jeden abfuckt, ist ja, der redet ja nur noch über Zelda. Hat sich ja die letzten 2 Wochen oder Zelda 3 Wochen. Ist scheiße, aber spielt es nur. Richtig. Ne, hat ein Let's Play angefangen, hat erstmal seinen ersten Part in den Endboss gelegt. Ne, Leute haben sich beschwert, was soll die Scheiße? Ja, ist halt nicht so wie andere Let's Player, er ist halt besonders und ein besonderer Mensch macht besondere Entscheidungen, ne? Ganz klar. Das hat er gelegt, das habe ich akustisch nicht den verstanden. Den letzten Boss, ja. Und dann hat sich halt den aufgeregt, warum er das macht. Da sagt er, er ist halt nicht wie jeder andere Let's Player, er ist halt besonders und deswegen, ne, besondere Menschen fallen in besondere Entscheidungen. Kann er sich nicht einfach löschen? Nö, also bei zwischen 8.000 und 15.000 Klicks pro Let's Play-Folge würde ich das halt auch nicht. Ganz ehrlich, er löscht ja damit nicht nur sich, er löscht ja damit auch unzählige andere Kanäle, die durch ihn leben. Oder? Gibt's noch diese so wie Regenbogenschaf und so weiter? Ja. Also RBS gibt's noch und nicht mehr aktiv auf YouTube. Das ist eher so im Underground zuständig. Underground. Boneclicks, der Ami halt, ne? Aber der macht sowieso nur Reaction-Videos. Moment, es gibt einen Ami, der Bin ich jetzt neben Tino oder? Das Geile an Boneclicks ist halt, der lebt einfach Drachenlords fucking Dream durch Drachenlord. Warum? Weil der eigentlich nur durch Drachenlord bekannt geworden ist und. Der wird halt echt ganz gut geschaut. Ne? Aber was für ein Dream will in den Drachenlord leben? Fame. Der Drachenlord will ja von YouTube leben. Richtig. Ja, der durch will den sein. Drachenlord schafft es Boneclicks von YouTube zu leben. Richtig. Aber wenn Drachenlord so weitermacht, wird irgendwann mal noch ganz viele krasse Sachen passieren. Und irgendwann, glaube ich, wird er wirklich mal. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich weiß nicht warum, dass er irgendwann mal an den Punkt kommt, wo der wirklich davon leben kann. Nee, das wird nie passieren. Warum? Vorher wird seine Wohnung abgefackelt oder er geht drauf. So hart, wie es jetzt klingt, ist so. So mehr Aufmerksamkeit er kriegt, es werden irgendwann, muss doch nur unter den ganzen Leuten mal ein neuer dazukommen, der komplett geistesgestört ist.
Hat es doch jetzt die letzten Tage auch wieder gegeben. Das stimmt, also wenn der Mind zum Geisteskranker dabei ist, der macht ihn weg, ne? Hm. Also, das aber ist das Problem hast du, glaube ich, generell. Ich glaube, die YouTube-Sternchen da, die richtig bekannt sind, gut, ich die glaube, haben alle ihre Psyche oder so. Ja, ich glaube, dass es da schon ein hartes Stalker gibt teilweise. So, das Problem ist halt, andere legen es ja nicht drauf an, ne, dass die Leute zu ihnen kommen. YouTube-Sternchen, ja. Komm ich, zu mir! Komm zu mir, richtig. Die sagen es ja nicht, weißt du, die schützen sich ja wenigstens. Aber Rainer sagt ja, ja, hier bin ich und kommt mal, denn Mettler sind wesentlich stärker. Um, wenn die Adresse gelegt wird. Gut, aber Rainer ist, sag ich mal, in mehreren Behinder. Kampfkünsten hat er den Dan, ne? Ja, ja, schwarzer Gürtel im Blasen hat er auf jeden Fall. Das ist klar. Ach, Gott sei Dank ist die Folge vorbei. Ja. Ja, gut, meine lieben Freunde, wenn es euch gefallen hat, das Like nicht vergessen, bei den anderen vorbeischauen. Alles unten in der Videobeschreibung. Wir sagen tschüss und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Mittel. Ciao. Ciao. Tschüss. Ciao.